Infrastrukturbauten machen einen erheblichen Teil privater und öffentlicher Investitionen aus. Umso wichtiger ist es, der Korrosion von Bewährungsstählen entgegenzuwirken. Ein großer Teil der Brückenschäden wird verursacht durch Wasser oder durch eindringende Tausalze, die explizit im Winter eingesetzt werden. Also um Brücken frostfrei zu halten und einen sicheren Verkehr zu gewährleisten, wird eine Menge Salz gestreut. Dieses Salz kann in den Beton eindringen und greift den Stahl in diesem Stahlbeton an, sodass Korrosion entsteht und das Bauwerk in dem Sinne dann instabil wird. Protectosil-Korrosionsschutzmittel bieten hier einen Schutz mit besonderer Tiefenwirkung. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass man der Zement- oder der Betonmischung am Anfang bereits einen Wirkstoff zusetzt. Die andere Möglichkeit, die vor allem bei bereits bestehenden Betonkonstruktionen, Stahlbetonkonstruktionen eingesetzt wird, ist ein flüssiges Silan. Dieses flüssige Silan wird durch Aufsprühen auf die Betonoberfläche eingesetzt. Das Material oder das Produkt kann dann in den Stein eindringen und dort effektiv der Korrosion vorbeugen. Protectosil bietet dauerhafte, einfach anzuwendende Lösungen für Stahlbetonbauten, die durch geringfügig höhere Investitionskosten zu signifikanten Einsparungen der zu erwartenden Instandhaltungskosten führen und die Nutzungsdauer der Infrastruktur um Jahrzehnte verlängern. Evonik. Kraft für Neues.